Stunden später. Da hört mich niemand. Juhu. Gibt's da keine Tür oder was? Ja. Ey, gibt's hier keine Tür? Nee, ist eine Tore. Servus, herzlich willkommen. Heute ein wirklich sehr spontanes Video. Jetzt habe ich mich vor einer halben Stunde erst entschieden, dass ich herfahre. Bei Clubkollege Marcel Drexler, weil er macht jetzt was, was ich gern hätte. Und es wäre jetzt eigentlich schöner gewesen, wenn es in dem Video jetzt um mich gehen würde, beziehungsweise um den Derby. Aber es geht um den Marcel. Er spielt nur eine Nebenrolle. Welche, sage ich euch gleich. Und es dreht sich ja um diesen Auto. Das hat früher dem Geschäftsführer von UPS gehört. Und da er immer so viel Pakete bestellt hat, hat der UPS-Mann gesagt, ey, ich verkaufe dir hier meinen Golf. Und dementsprechend, ja, da wurden auch immer die Pakete ausgeliefert da oben. Und was der jetzt macht, sage ich euch gleich, gerade einen Moment. Genau um das geht's. Jetzt habt ihr verstanden, warum ich bin neidisch. Ich bin sehr neidisch, denn der Marcel hat sich diese Airlift-Führung. Jetzt muss der arbeiten. Komm mal kurz her, ich muss dir ein paar Sachen fragen. Airlift 3P oder 3H? Was ist das jetzt? 3P. Das ist genau die, wo ich auch will, wo bei mir vollkommen ausreicht. Du hast jetzt gebraucht, gekauft, gell? Ja, vom Tobi. Tobi kennt ihr bestimmt, also das heißt ihr, die etwas älteren Treffenfahrer kennt den Van Helsingolf, hat er mal besessen, hat er den noch? Ja, hat er noch, ja. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen, aber er steht in der Garage abgemeldet. Also ohne TÜV. Ja gut, solange wieder mehr fahrt, dürft er kein TÜV mehr haben. Ich glaube 3 Jahre steht er. Also rechnen wir irgendwann in den nächsten 10 Jahren mit einem Comeback, wo das Auto aus der Garage rollt wahrscheinlich. Und war das aber in dem Auto drin? Nee, war bei seiner Frau im Auto verbaut. Ah, okay. Also sprich, er hat es jetzt gebraucht gekauft. Mhm. Kann man den Preis nennen? Ja, 850 Euro. 850 Euro, das ist jetzt, ja, so 800 Euro werden dir gebraucht gehandelt. Was kostet das neu? Ich glaube 1,3. Genau. 1,3, glaube ich. Den Preis habe ich auch, ja. Und spontan oder warum hast du das? Nee, ich war auf der Suche nach der Airlift-Steuerung. Ich wollte sie mir eigentlich auch kaufen auf der Essen Motor Show. Wo wir waren, ja. Hast du es danach geholt? Nee, ich habe es davor schon geholt. Aber wo ich dann auch die Messepreise gehört habe, dass es nicht so gut war von der Messepreise, habe ich es dann... Die geben da nicht zu viel Rabatt drauf, gell? Nee. 1, 200 Euro, wenn überhaupt. Ja, vielleicht überhaupt, ja. Und dann hat der Leo hat's gebraucht gefunden bei Facebook. Also die hier jetzt? Genau, hat mir den Link geschickt. Ah, okay. Ich habe mich dann mit dem Tobi in Verbindung gesetzt, okay, cool. Und habe es dann gekauft. Und deswegen ist die jetzt hier auch nicht original verpackt oder die war in ganz schlichte Karton drin. kam das per UPS? Nee. Nee, das kam nicht bei UPS. Findest du es witzig? Ein bisschen. Nö, du? Ja. Ich hatte ja mal UPS aufkleber auf dem Auto. Echt? Ja. Oh nein! Ich hatte mal UPS aufkleber. Oh nein! Du hattest bestimmt auch schon Aufkleber. Aber ich habe mit dem Trend angefangen. Nicht wie Nivea und Seven Down und Scheiße. Ey, ich hab's nicht gekannt, aber da hast du bestimmt auch eine Aufkleber drauf gehabt. Handwash only und everyday I see my dream. Nee. Hast du nicht gehabt? Nein. Sehr gut, immerhin. Aber ich hab den Schocker drauf gehabt. Und das kommt jetzt in den Golf rein. Und du hast jetzt wie ich gehabt eigentlich, gell? Das steht, habe ich jetzt gesehen. Das liegt jetzt da hinten. Ja, die alte Steuerung. Die alte Steuerung. Der Patrick hat es bei mir ein bisschen schöner gemacht. Ja. Wer war das? Ja, so war es bei mir jetzt auch nicht drin. Also das sieht jetzt nur so wild aus durch den Ausbau. Ja gut, hat man bei Ihnen gesehen, wo war das drin? Im Reserverad? War in Reserve. So wie bei mir. Genau. Okay. Und wenn wir jetzt das sehen, kommt er jetzt ins Spiel, weil er ist der Käufer von diesem hier. Für 850 Euro, gell? Vom Tank und vom Kompressor. Okay, also die zwei Sachen. Ja. Okay, musst du umlackieren, ne? Du hast ja kein UPS-Auto. Nein. Okay.
Weil hier neuer Kompressor und neuer Tank. Also neuer, nagelneu? Ja. Das auch? Frisch gepulvert, Simon Weyer Oberflächenveredelung. Simon Weyer? Kenne ich nicht. wo hast du das her? Den Kompressor habe ich mit dem Tank gekauft beim Danny Lambert bei Airbus Customs. Ja. Ah, okay. Genau. Und das Auto kommt da auch nochmal hin, gell? Das Auto kommt jetzt dann in den nächsten 2 Wochen auch zu ihm und dann bekommt es einen Hardline-Ausbau. Danny Lambert kennt ihr auch, bei dem war ich auch, habe auch ein Video gemacht, ich muss das sagen, weil wenn dein Video kommt, war ich schon beim Danny. Ja, ich gehe aber erst morgen hin, aber ich, so, dass er mal durchblickt. Der bekommt dann auch Hardlines. Genau, bekommt auch Hardline-Ausbau. Ich muss auch sagen, wir sind hier um die Ecke beim Danny, gell? Ja, also, 2 Kilometer. Karlsdorf, er auch Karlsdorf. Das ist nämlich seine... Nein, Danny ist in Neutadt. Neutadt? Ja, in Neutadt. Gut, dass ich weiß, wo ich hin muss. und es ist seine eigene Halle. Ich sag dazu Workbase 2. Und der, weil der Marcel macht nebenher, also nebenher hauptberuflich, aber nebenher Scheiben. Sieht man da was? Ja, doch. Über da hängt was? Über dir. Und hier hängt was. Oh, ich kann nicht zoomen. Genau, er verbaut nämlich Scheiben. Ja. Front, Seite, hinten, Austausch, alles. Scheiben, Heckscheiben. Muss alles. Ich sagen, habe ich und Christina haben das schon in Anspruch genommen. Wir haben beide schon die Frontscheibe ausgetauscht hier. Das Geile ist, man muss sich nichts kümmern bei der Kaskoversicherung. Er kümmert sich um alles. Ihr müsst eigentlich nur herkommen, neue Scheibe reinmachen. Und er rechnet persönlich mit der Versicherung ab und die machen da alle mit, das ist echt gut. Das sieht man ja auch, da sind auch so ein paar Reserven. Bestimmt VW. Nee, das sind alle Scheiben. Also alle Scheiben. Also kaputt? Alle schon kaputt. Okay. Okay. Du brauchst gerade rechts und links die Luftleitungen dran machen, wo zum linken Dämpfer geht, zum rechten Dämpfer. Okay. Das ist praktisch die Steuerung für die Hinterachse, das für die Vorderachse. Okay. Vorderachse gehst hier rein. Mhm. Mit einem Schlauch nach vorne. Okay. Ey, das weiß der nicht mehr, wenn es soweit ist. Das muss ich beschriften. Ganz kurz, ich habe es kurz mit Mauri gehabt. Er hat einen Polo 6N, kennt ihr auch, also ich war ja auch wir machen, aber ich habe dir gezeigt, ja, gell? Ja. Polo 6N, Standard, Baujahr, was ist 95, 94? 2000 ist ja schon. Mhm. Ist das normaler 6N? 6N1, ja. 6N1, okay, war der letzten dann, ne? Ja. Wo gebaut wurde. Ich habe gerade gesagt, was will er damit? Weil er stübelt sich selber zusammen. Kommt ihm billiger. Deswegen sucht er jetzt, falls jemand zuguckt, für einen Polo 6N Dämpfer, also mit Luftbälge. Ja. Am liebsten. TAA oder GAS. Ja, wegen Gutachten, weil Kollege legal hier eintragen und so. Richtig. Und falls ihr eins habt, schreibt es in die Kommentare, ihr werdet es dann lesen oder sagt mir irgendwie Bescheid. Ich gebe euch dann weiter an ihn, weil er hat jetzt eins angeboten bekommen, vom Bildstein zum Beispiel. Aber er hat es jetzt nicht gekauft, weil nämlich kein Gutachten dabei war. Und also falls ihr eins habt, TAA Technics oder GAS, er wird es gerne kaufen. Sagt uns irgendwie Bescheid. Polo 6N1. Baujahr 2000. Okay, Marcel, was geht jetzt? Was machst du jetzt genau da? Was ist das für ein Brett? Das ist jetzt die Bodenplatte von meiner Ersatzradmulde, wo die Airlift-Steuerung drauf sitzt, mit dem Kompressor drauf sitzt und oder noch eine zweite Batterie. Reserverad bleibt jetzt leer oder was Reserverad passiert? Bleibt leer. Also was heißt leer? Das sitzt in der Reserveradmulde. Also ohne drin? Genau. Ach so, das okay. Also die Airlift-Steuerung ist immer noch genau, die im kommt, Reserverad. Die kommt hier drauf. Okay. Genau. Und dann kommt hier noch der Kompressor drauf, der neue. Und noch eine zusätzliche Gelbatterie. Kommt auch noch mit raus. Was vorher nicht drin war? Doch, vorher war auch eine Batterie drin, aber eine größere. Und jetzt kommt aber eine kleinere, diese... Ja, so Motorradbatterie. Aus dem KHIV-Bereich, die kleine, flache. Und der Tank? Der Tank kommt am Clubsportbügel, wo jetzt neu drin ist, an das X hinten quer rüber. Da okay. Ich will jetzt gerade, mein CNC-Fräser macht jetzt da gerade die Halterung. Okay, was ich jetzt aber nicht blick, du machst das alles rein. Und Danny? Macht alles wieder weg? Nee. Das bleibt unten drin. Das bleibt fest. Das bleibt fest. Also was heute verbaut wird, bleibt auch wirklich da. Heute drin. Wird komplett die Airlift-Steuerung mit allen Luftleitungen zu jedem Luftbalg verlegt und angeschlossen. Okay. Danny mit der Firma Airworks Customs macht dann nur den Hardline-Ausbau. Ja. Was von der Steuerung weg zum Tank geht. Das heißt, also die Luftleitungen kommen dann wieder alle weg? Ja, die Luftleitungen unten drin, die bleiben. Die ja, ja. Sind auch nicht sichtbar. Ja. Alles, was dann oben rausgeht... Genau, ab da ist Hardline. Ab da ist dann Hardline. Okay, okay. Genau. Was dann der Danny alles baut und dann alles zum Simon geht zum Pulvern. Die Hardlines. Also das heißt, er macht es auch nicht fertig, der tut Biege alles, dann kriegst du sie. Genau. Bringst zum Simon, dann wird es gepulvert. Sind, gehen die zum Simon und werden dann auch Gold gepulvert, so wie der Bügel. Alles UPS-mäßig. Ah, nee, ist heller.
Ja, also ich zeige mal kurz den Bügel. Das ist der Bügel, ich zeige von hinten. Und da kommt dann der Tank hier quer rüber. Ja, aus dem Magen. So der Ausschnitt jetzt drin vom Leo im Ding drin selbst. Das reißt doch alles hier, Alter. Und da. Sieg. Halt. War das noch aus deiner Zeit als Schreiner in Dubai? Genau, das war noch aus meiner Zeit als Schreiner in Dubai. Das sind die, wo dann die Schalter. Ich hab mal gleich 40 Ampere bestellt, weil 20 fand ich ein bisschen schwach. Muss ich ehrlich sagen. Das ist die Leitung, die nach vorne geht. Genau, das ist die, wo zu der, zu der Fernbedienung geht. Ciao, mach's gut, bis morgen. Das geht an Batterie. Hey, was ist denn eigentlich alles dabei? Nur der Kabelbaum und das, oder wenn du das kaufst? Und die Fernbedienung? Und die Fernbedienung, ja. Da kommt der Kompressor dran. Genau, da kommt der Kompressor dran. Das Relais wird einfach da so hin mit Neid macht. Das ist Kompressor-Relais. Schon geil. Genau. Das. Wenn du dazwischen machen, alles. Das war's. Brauchst du den ganzen Klump da nicht? Kann, ja. 857 Schraube und 758 Kabelbinder später. 753. 753, sorry. Ist jetzt fertig. So, das Brett falsch ausgesägt. Da ist es aber dunkel. Guck, und da vorne ist noch genug Platz für die Leitungen reinmachen. Wo kommt die Batterie hin? Die kommen dann hier. Die kommen dann hier hin. Also die fliegt raus und dann kommt eine flachere Gelbatterie rein. Aber die auch hinten drin? Die war hinten. Ist das deine Hauptbatterie gewesen? Nein, die Hauptbatterie sitzt vorne. Nach wie vor. Genau. Workzone Aldi. Dein Mutter. Aldi Tools. Die Lampe, aber du doch an der Hand hast. Ja, die ist das jetzt auch aus. Aldi viel Licht, wie die macht. Die ist schon 800 Mal runtergeflogen, aber hebt die mal noch. Ja. 112. Musst du erst kalibrieren, gell? Oh. Oh. Kriegst du mal richtig eingeblasen hier. Ja, wunderbar. Ja, danke, brauche ich nicht. Geh mal auf Instagram. Schreib mal den Denny, ich brauche einen Tank. Hallo? Aha, ja, was? Ich für dich. Dein Mutter. Jörg, bist du's? Ist das ein Handy mit Kabel? Ja, hängt am Ladegerät. Tja, also geht, wir können fahren. Ja. Jetzt Leitungen. Was machen Sie jetzt? Jetzt kommt was? Luftleitungen verlegen. Von der Airlift zum Dämpfer. Genau, von der Steuerung zum Dämpfer. Kann ich noch sehen. Steven ist auch am Start und zieht. Welche Leitung ist denn da drauf? Muss die ab noch oder was? Die kommen dann auf den Luftbalk da unten. Genau, ja, da wo jetzt was drauf ist. Genau, oder? Das wird noch losgeschraubt und dann kommt der Schlauch da drauf. Ja, jetzt ist ja von 6 auf 8 hast du jetzt gemacht. Ja, aber die Anschlüsse passen trotzdem. Passt trotzdem? Ja, ah. Ja, die passen trotzdem. Das ist ja cool. Genau, und jetzt hier auf die rechten und vorne nach links. Das passt. Also jetzt Achterleitung verlegt, was fehlt jetzt? Wir können nicht ablassen, weil... Wir können nicht ablassen, weil... Der Tank, wo ich da habe, den kann ich noch nicht anschließen. Weil? Weil kein Anschluss dran, genau, ist. Genau, keine Anschlüsse dran. Also der schwarze, wo da hinten ist. Das heißt, wir fahren jetzt noch wohin? Wir fahren jetzt noch zu der Firma Airworks Customs. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. Das ist jetzt... Ja. Ja, aber die sind ja auch noch da, weil die essen noch. Und da gibt es einen Ersatztank zum Probieren. Leo, was hat er vor? Ohne Tank. Muss ich den Luxbus haben? Ist dran. Jetzt ohne Tank? Mhm. Direct Befehl. Diese Platze. Warte mal. Theoretisch kann ich manuell hier hochpumpen, oder? Nee, manuell ist ganz oben. Aber geh mal auf die einzelnen. Doch, es geht. Ah, oh, ja. Was ist denn deine Fahrthöhe? Wie viel war? Keine Ahnung.
Was soll ich jetzt wissen? Ich hab den untertrieben gehabt. Ja, vorher. Vorher auf der Vorderachse 3,2 bar und auf der Hinterachse 4 bar. Ja, gut. Man muss bloß rechtzeitig drücken. Weil er sonst halt bei wenn er 10 bar oben erreicht am Kompressor, dann schaltet der Kompressor aus. Weil er halt keinen Druckspeicher hat. Wir pumpen halt jetzt einfach direkt vom Kompressor auf die Bälge. Genau. Diese Platze. Weißt du, was Betriebshöhe ist und was du maximal? Ja, das reicht doch. 4 bar. Was hast du? Auf geht's, Sibu ist Abfahrt. Wie beim Pitstop. So, fertig? Fertig? Machen wir langsam hier, weil wir wissen es nicht so ganz, weil es sich nicht sicher ist. Lass mal langsam runter. 3 bar vorne werden ja wohl reichen. Scheiße. LKW, Alter. Alter, war das deine Fahrthöhe? Ja. Nee, was denn? Geht. Ach, ah, fuck, aber weil es ja, wenn du nicht. Schleift nix. Alles gut. Nee, schleift nix. Ja. Marcel, mein Akku ist leer, wir müssen uns verabschieden. Wir sind jetzt fertig, oder? Wir sind jetzt fertig. Jetzt morgen gucken, ob er unten liegt oder ob er kalt hat. Schauen wir morgen, ja. Also vielen Dank beim Zugucken beim Zwischenvideo hier aus der Workbase 2. Ja, genau. UPS rollt bald wieder. UPS rollt bald wieder. Ciao, bis dann.